und Remi fa sol la von Manuel Rodriguez Coelho. Nicht nur in der frühen Tastenmusik war Ut Remi fa sol la ein beliebtes Sujet. Während dieses Solmisationsthema besonders in der polyphonen Vokalmusik des 16. Jahrhunderts präsent war, tritt es ab dem frühen 17. Jahrhundert in der Tastenmusik auf. Viele Komponisten haben ihre Stücke mit einer entsprechenden Überschrift versehen. Andere Komponisten haben beiläufig, fast versteckt, über den berühmten Hexakord komponiert. Ein überraschendes Beispiel finden wir in Manuel Rodriguez Coelho's Flores de Musica, die 1620 in Lissabon im Druck erschienen. Bei der dritten Kyrie-Versette im achten Ton handelt es sich um einen kurzen Klaviersatz über Ut Remi fa sol la.